Willkommen zu FNS24 Audi Karriere. Wir sind heute in Mexico City und das könnte gut und schlecht zugleich sein. Wir wissen ja, Mexiko eigentlich eine Strecke, wo man ja Red Bull bevorzugt, aber wir haben natürlich, wie ähnlich wie Williams, eine Rakete auf der Geraden und Mexiko hat halt wirklich eine der längsten Geraden im gesamten Kalender. 17 Kurven, 4,3 Kilometer, 3 DRS-Zonen machen hier tatsächlich Mexiko zu einem Highspeed-Tempel, aber ich weiß auch natürlich, dass der Mittelsektor ein bisschen mir das Genick brechen könnte. Jetzt geht's auch mal rein ins feuchte Qualifying. Ja, tatsächlich, es regnet in Mexiko. Also sowas Weirdes habe ich auch schon lange nicht gesehen, wobei Mexiko eigentlich noch okay ist. Ich habe schon Rennen in Katar und vor allem auch in Miami erlebt, wo es geregnet hat. Jetzt geht es auch mal hier Richtung Turn 1. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst gerne Daumen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Mein erster Run hat mich tatsächlich auf den ersten Platz gebracht. Aber jetzt macht erst jeder seinen, ja, finalen Run. Und das wirft mich persönlich schon auf den dritten Platz hinab. Max Verstappen hier jetzt erneut die schnellste Rennrunde. Wir sind schon auf 5 abgekapselt worden. Und die Strecke ist besser geworden. Wir sehen es auf jeden Fall oben am Delta. Über eine Zehntel im, ja, Minusbereich sind wir hier und wir haben schon die lange Geraden hinter uns. In den Ss liegt auf jeden Fall noch Zeit, wir wissen, gerade unter regnerischen Bedingungen, wenn du da ein bisschen früher oder später aufs Gas gehst, kannst du, ja, die Verwarnung muss ich hier mitnehmen, weil es richtig, richtig rutschig ist und ich weiß auch nicht, ob das wirklich mir jetzt Zeit gebracht hat oder eher gekostet hat. Hier beim Rausbeschleunigen steht das Auto auf jeden Fall fett quer, aber wir konnten 3 Zehntel im Mittelsektor finden, sind nur 21.000stel langsamer. Aber das ist Pierre Gasly auf 3, das könnte ja sehr knapp werden. Ab in diese, ja, sagen wir mal, in diesen Tempel hier rein. Dann nehmen wir die Stange mit und in die letzte Kurve. Jetzt heißt es noch einmal, alles zusammenkneifen. Und wir haben hier über 4 Zehntel gefunden. Und mal gucken, wo wir gelandet sind. Mal 1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten, über 354 Stundenkilometer und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Fernando Alonso, Perez, der Professor, Hamilton, Russell, Gasly, Sainz, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Joe, Ricciardo, Bottas, Sargent, Magnussen, ein Wagen des neuen Teams, Oscar Piastri, Norris, Stroll und Esteban Ocon steht ganz hinten. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es ist tatsächlich P5 geworden. Ich muss sagen, das ist besser als erwartet. Und Max Verstappen in den vorletzten Rennen keinen Punkt geholt. Dafür aber heute gibt es ja eine gute Startposition für den, ja, Titelverteidiger. Jetzt geht's hier los, ab ins Rennen. Wir starten also hier von weit vorne. Es ist gut, hier vorne zu starten. Lights out und let's go. Wir kommen besser weg als Checo Perez. Wir bekommen natürlich hier den Windschatten. Wir haben natürlich Max Verstappen mitbekommen, der ja auch prompt den Start, ja, so ein bisschen natürlich verloren hat dadurch, weil eben Leclerc diese paar Meter Tow bekommen hat. Charles Leclerc setzt sich hier innen durch. Ja, da gibt es die leichte Berührung, aber auch zwischen Alonso und Verstappen gab es eine Berührung. Ich bleibe hier ganz außen und wir bleiben hier ganz unerwartet irgendwie auf dem zweiten Platz. Und Fernando Alonso war halt wirklich auch so ein bisschen das Zündlein an der Waage, gerade in Turn 1. Der hat hier mitten reingehalten zwischen dem Ferrari und dem Red Bull und wir konnten uns dadurch so ein bisschen, ja, auch durchquetschen. Leichter Quersteher hier jetzt schon. Das heißt natürlich auch, die Reifen lange am Leben halten, denn es ist ein langes, langes, langes Rennen mit 25 Runden. Und da musst du halt auch wirklich wie auf Schienen fahren. Aktuell schaut es nicht ganz so bei mir aus. Also ich rate hier über die Curbs drüber und ich merke auch auf jeden Fall, dass Max Verstappen da eine ganz andere Pace hat. Also wir sind zwar schnell auf der Geraden, aber auch das, glaube ich, könnte ja unseren Vorteil vielleicht schmälern. Natürlich durch DRS, Windschatten und so weiter. Wir bekommen aktuell kein DRS mehr, wobei es sowieso noch nicht enabled ist. Aber ich glaube, bis es enabled ist, sind wir schon die 2 oder noch mehr hinten, 2 Sekunden. Jetzt das erste Mal aus der letzten Kurve heraus. Guter Exit ist wichtig und wir holen hier
Ja, bleiben hier mal vorerst zweiter Platz. Wir gehen in die vierte Runde. Es ist bis jetzt nicht viel passiert, außer dass Charles Leclerc an Fernando Alonso vorbeigegangen ist und vor allem natürlich auch, dass dass Max Verstappen da vorne eigentlich einsam und alleine davon fährt. Aber bis jetzt kamen noch nicht so viele Angriffe, weil ja, der Aston und der Ferrari vor allem so ein bisschen mit sich beschäftigt waren. Jetzt könnte es also bei mir knapp werden. Aus der letzten Kurve raus sind es nur noch knappe 3 Zehntel. Ich habe mir das ganze URS für die Geraden aufgespart, um das hier so ein bisschen zu verbrennen, sonst brauchst du es, glaube ich, kaum auf dieser Strecke. Wir schauen ziemlich gut aus. Ich habe sogar ein bisschen Zeit gut machen können. Jetzt ist aber allerdings das URS vorbei und Charles Leclerc kommt hier tatsächlich in der, ja, im letzten paar hundert Meter vorm Scheitel oder vorm Bremspunkt, aber da kann er natürlich nicht mehr viel anrichten. Jetzt ist er aber auf jeden Fall dran. Fernando Alonso ist jetzt schon über 2 Sekunden hinten, also der macht da hinten den Zugführer und ich muss mich hier so ein bisschen, ja, das war eine enge Sache, aber das geht hier noch gerade gut. Charles Leclerc bleibt wirklich 3 Kurven an uns dran, aber jetzt können wir uns hier vorerst mal als Sieger diesen Fights hier so ein bisschen auserkoren. Jetzt in den Mittelsektor, da wird das ERS abgedreht, weil ich eh hier kaum ERS brauche und ja, da bleibt Leclerc sowieso unnormal nah dran, also da kann ich jetzt auch gleich ohne ERS fahren. Jetzt mal auf Mittel und ich hoffe natürlich, dass da jetzt nicht direkt Angriff kommt. Da kommt der Angriff, aber der war auch gewollt, denn somit bekomme ich das ERS auf der Geraden und das könnte natürlich ein bisschen helfen, würde ich fast sagen. Aus den letzten beiden Kurven hier raus und wir sind nah dran an Leclerc. Ich glaube auch, dass der den Braten gerochen hat, dass der halt genau weiß, oh nein, der Exit war scheiße. Der Exit war richtig kacke, aber wir sind auch nur 6 Zehntel weg. Kann das reichen, um mit ERS und DRS-Hilfe hier ranzukommen? Und ja, ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte. Der zieht hier rechts rüber, wir gehen an der linken Seite vorbei und können hier erneut den zweiten Platz übernehmen. Wir haben so ein bisschen Charles Leclerc dazu missbraucht, würde ich fast sagen, um uns hier vorne zu halten. Lewis Hamilton da hinten, der kämpft mit seinem alten Teamkollegen. Da geht es auch drunter und drüber und vor allem hat sich natürlich eine schöne Gap aufgegeben von über 2 Sekunden. Max Verstappen allerdings, den freut es natürlich, dass ich so ein bisschen hier den Charles Leclerc ja, bearbeite, so ein bisschen ausbremse, weil er natürlich sozusagen davonfahren kann und sich so noch eine größere Gap auffahren kann. Jetzt geht es hier noch einmal durch die S's, zack, links und rechts hier und nochmal links und da ist Leclerc halt wieder dran. Soll ich es noch einmal wagen? Ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer, was ich hier betreibe. Jetzt lasse ich es mal gut sein. Da rutschen wir neben die Strecke. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Und wir haben den grünen ersten Sektor, aber natürlich auch im Mittelsektor. Da sind unsere Schwächen da. 2,4 und vor allem auch 3,3 Sekunden auf Fernando Alonso aus der letzten Kurve raus. Und ich weiß halt, jetzt könnte es ziemlich eng werden, weil Charles Leclerc hier wirklich alles versuchen wird. Er wird angeschossen kommen und das, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kommt er schon. Die 2 Striche werden immer dicker. Er geht an der linken Seite vorbei und da kann ich jetzt auch nicht mehr viel dran setzen, außer hier mit einer Dive-Bomb. Und die hat funktioniert. Da gibt es auch keine Berührung. Wir gehen hier noch einmal vorbei, ähnlich wie Norris das Ganze in Spielberg versuchen wollte. Wir springen in Runde Nummer 9. Charles Leclerc ist mittlerweile auf und davon und hinter uns hat sich auch schon eine kleine Fangruppe gebildet. Mit Folge von George Russell, da ist eine gelbe Flagge. Da geht's gerade, nein, vor uns, oder? Ist das Charles Leclerc, der hier ausscheidet? Nein, leider nicht. Das war nicht Leclerc, das war sein Teamkollege. Das ist nämlich Carlos Sainz, der hier außen den Mercedes überholen wollte und dann einfach ganz langsam wird. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass sein Teamkollege derjenige ist, der da ausscheidet. Aber so ist es leider nicht gekommen. Wir sind in der 9. Runde, 1-2 Runden heißt noch durchhalten und dann können wir ja so ein bisschen endlich in die Box gehen. Ich hoffe natürlich auch, dass vielleicht Safety Car oder sowas kommt. Aber nein, das ist auch nicht der Fall. Verstappen mittlerweile 12 Sekunden weg. Der fährt das einsamste Rennen überhaupt. Also der ist auch 8 Sekunden von Charles Leclerc weg. Und wir springen jetzt hier in die 11. Runde rein. Immer noch mit dem gelben Satz. Und immer noch vor George Russell. Immer noch auf dem 3. Platz. Und das wäre wirklich ein bombastischer Finish. Also wenn das hier so ausgeht, wäre das halt echt ein tolles Rennen. Auch wenn wir meilenweit von den Top 2 da weg sind, aber bis jetzt kamen noch nicht die größten Angriffe von George Russell. Der ist natürlich auch auf der Geraden ein bisschen bedient. Also Mercedes, der ist jetzt nicht ultra schnell auf den Geraden und wir wissen ja, wir haben den schnellsten Antrieb, auch wenn das DRS natürlich einen großen
Einfluss hier nimmt, können wir hier tatsächlich als Drittplatzierter Ende Runde 11 an die Box gehen und gucken. Auf natürlich weiß, weil nochmal so ein Stint, den kannst du nicht mit Rot bestreiten und schon gar nicht irgendwie nochmal mit Gelb oder so. Ab an die Box, Jungs, verkackt's nicht und dann heißt das, noch einmal diese Distanz durchlegen. Toller Stop, 2,4 Sekunden. Jetzt ist auch der Teamkollege vorbeigegangen, der, ja, wie zu erwarten, wieder unnormal weit abgeschlagen ist. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Jetzt geht es Richtung, Verteidigung, dritter Platz. Ich hoffe natürlich, dass sie mit den frischeren Reifen den schnell auf Temperatur bringen und vor allem dann natürlich auch direkt so ein bisschen schneller fahren kann als die da vorne. Eine kleine Gap da auffahren, weil das ganze Rennen so im Sekundenfenster oder im Tausendstel kämpfen. Es ist zwar cool für euch zu sehen, aber es ist mega mäßig anstrengend, das Ganze hier auch über die Ziellinie zu bringen. Jetzt geht es in diesen Mittelsektor rein, der dem Audi nicht ganz so liegt. Die Curbs sind hoch, die gefallen auch dem Audi nicht unbedingt und ich weiß auch nicht, warum ich von dem Audi in der dritten Person rede, aber heute ist wirklich alles. Ich freue mich auch extrem, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, falls ihr nicht habt. Lasst gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Ich probiere auch wirklich viele Reels oder wie nennt man das, Kurzvideos oder so, Shorts reinzubringen. Luis ist schon mal 6,5 Sekunden hinter uns und da hinten, da tut sich was ganz, ganz Komisches. Fernando Alonso hat eine 10-Sekunden-Strafe kassiert. Aber für was macht der Spanier da? Und die weirdeste Frage, warum fahren ihm alle so langsam hinterher? Hä? Was ist das hier? Ich verstehe die Welt nicht. Guck dich das mal an. Alle in einer fucking Linie? Alonso kommt so aus der Box und keiner probiert ihn zu überholen. Hä? Warum? Aber warum bitte? Weil es eine gelbe Flagge gibt? Das ist ein Bug vom Game, oder? Das muss doch ein Bug vom Game sein. Er bekommt eine 10-Sekunden-Strafe, aber für was denn bitte? Weil er langsam fährt? Okay. Das muss mir auch mal jemand erklären. Und Alonso rollt und rollt und rollt. Jetzt ist der erste vorbeigegangen. Das ist natürlich toll für uns. Das sind über 13 Sekunden, die er der Yuki und den restlichen Jungs abgenommen hat. Alle, die jetzt natürlich noch nicht gestoppt haben, freuen sich dadurch. Die werden jetzt alle in dieses Loch da irgendwie reinrutschen. Chano hat mir jetzt direkt vor mir, fast im Sekundenfenster. Und der wird jetzt auch natürlich die nächsten 1-2 Runden versuchen, an die Box zu kommen. Ich meine, die Reifen sind mehr als tot. Und das sehen wir auch an den Kurven hier. Einmal noch kurz die Lenkung aufgemacht, dass es keine Verwarnung gibt wegen Schneiden oder so. Und wir saugen uns hier dran an unseren Teamkollegen. Und das nur zur Info, wir waren schon an der Box, eher nicht. KI-Stufe 97, TSC Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen. Und das ist dann wirklich eine Riesenklatsche für den Fahrer, den wir noch überholen, bevor er an die Box... Nein, doch nicht. Der bremst da mitten auf der Ideallinie. Das wollte ich natürlich nicht, dass da zur Berührung kommt. Aber jetzt aus der letzten Kurve raus, ja, hätten wir ihn da tatsächlich geholt. Und das heißt halt auch, wir waren über einen Boxenstopp vorne. Hinter uns hat sich nicht viel getan, vor uns auch nicht. Wir sind mittlerweile in der 15. Runde. Der Abstand zu Pierre Gasly auf P4, also der ist da in die Lücke reingefahren. Auch ein Perez ist in die Lücke dazwischen die Mercedes reingefahren. Und wir sind hier mit 4 Sekunden Vorsprung irgendwo im Nirgendwo, können uns hier gut halten. Vorne, ja, da fährt Max Verstappen ein einsames Rennen. Da die Hälfte vom Vorsprung ist dann irgendwo Charles Leclerc zu finden und wir sind da der Dritte, der so ein bisschen natürlich davon profitiert, dass Alonso diesen, ich würde mal sagen, Bug hatte. Aber da kann halt auch ich nichts dafür, ich habe ihn da jetzt nicht ausgebremst oder so. Das ist natürlich Glück im Unglück, dass es hier tatsächlich das Podium geben könnte, weil wir tatsächlich von den Fehlern von Alonso und vor allem auch natürlich vielen anderen profitieren können. Aber das ist der Rennsport. Pierre Gasly auf dem 4. Platz. Auch der hatte hier seinen Big Moment. Und ist jetzt nicht mehr auf P4. Wie lost kann man denn sein? Jedes fucking Mal diese KI. Der fährt da innen über den Abweiser. Man hört den Motor regelrecht aufrollen, weil er das Gas viel zu früh und viel zu fest durchdrückt. Und das war's dann mit Gasly. Der wurde jetzt durch Piastri ersetzt. Das reimt sich dann immerhin. 21. Runde, Leute. Perez ist hinter uns. 3,9 Sekunden. Also der hat doch bei weitem nicht die Pace, die ein Max Verstappen hat. Der sich mittlerweile schon einen extra Stop hier auf uns rausgefahren hat. Natürlich würde er nicht reinkommen, weil dann Charles Leclerc natürlich hier vorbeikommen würde. Aber theoretisch könnte er wirklich noch einmal an die Box fahren
und würde auch easy vor uns rauskommen. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ich meine, wir haben hier 3,5 Sekunden Vorsprung auf Perez und der wiederum hat nochmal 3,5 Sekunden Vorsprung auf Piastri. Also da muss schon viel passieren, dass die beiden Jungs mich dann noch überholen. Natürlich, Perez kommt jetzt ein bisschen näher, liegt aber auch dran, dass ich den gesamten zweiten Sektor ohne ERS-VO auf dieser langen Geraden so ein bisschen Overtake benutzen zu können. Wir gehen dann auch teilweise immer wieder runter auf Hotlap. Ab in die 23. Runde rein. Perez ist jetzt näher gekommen. Hamilton ist am Piastri vorbeigegangen, aber auch der ist fast 7 Sekunden hinten. Wir müssen nur auf Perez 8 geben. Das sind noch 2,5 Runden, also 2 plus dem Rest von dieser. Und das könnte dann schon noch einmal knapp werden, wenn der pro Runde jetzt eine halbe, dreiviertel Sekunde schneller fährt, dann würde der uns dann doch einholen. Aber daran denke ich jetzt noch nicht. Meine Reifen sind natürlich deutlich älter. Ich meine, wir waren schon 3 Runden früher drin. Also das ist natürlich am Ende dann doch ein Riesenunterschied. Und das sehen wir jetzt auch. Perez kommt immer näher. Ich habe natürlich auch mein kleines Ass hier im Ärmel. Das, was auch Zeit kostet natürlich, aber auf der Geraden uns natürlich dann wieder die Zeit bringt. Aus dem Mittelsektor, aus diesem kurvigen Endsektor im Stadion, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, geht es hier aus der letzten Kurve raus, das ERS wird verbrannt und 2,0 Sekunden. 2 Runden sind es noch zu gehen, das heißt, wenn Perez jetzt theoretisch in dieser Runde eine Sekunde aufholt, könnte er uns versuchen anzugreifen, aber jetzt verliert er sogar Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob das die beste Strategie ist, das gesamte ERS auf der Dreiviertelgeraden zu verbrennen. Wir haben zwar 3/10 fast gut gemacht, aber an sich sollte ich das, glaube ich, ein bisschen besser managen. Aber das ist mir zu diesem Zeitpunkt jetzt ziemlich egal. Wir sind immer noch auf den 2,2 Sekunden wie vor 2 Runden. Also ich glaube, das wird sich ausgehen, weil da kann er jetzt kaum aufholen in den kurvigen Mittelsektor. Und da muss er schon ziemlich gut sein, wenn er jetzt hier 1,1 Sekunden findet, um dann vor dem Stadion sogar noch im DRS Detection Point die eine Sekunde hinter uns zu sein. Also ich glaube, das ist gegessen. Das ist echt glücklich gut gelaufen. Lewis hat jetzt auch schon eine Sekunde aufgeholt, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ich fahre ja immer noch mit einem Kick sauber herum quasi. Wir sind immer noch hinter Kick sauber auf der All-in-All-Liste und haben jetzt hier 1,9 Sekunden Vorsprung. Es geht in den Endsektor rein. Wir haben es wirklich, oder Perez hat es wirklich geschafft, sich hier nah dran zu robben. Max Verstappen mit 26 Sekunden Vorsprung hat es hier übers Ziel gebracht. Jetzt müssen wir noch einmal aufpassen. Perez, nein, hier versucht das nicht. Und ich glaube, auch im Stadion ist es unmöglich, wenn ich da keinen Ausreißer mache, dass Perez uns dann noch überholt. Hat echt eine gute Aufholjagd gemacht. Wenn ich auf Hamilton gucke, der hat da wirklich kaum mehr Zeit gefunden. Ab durch die letzte Kurve, nur nicht mehr zu früh aufs Gas gehen. Das ERS wird verbraucht und wir gehen als Dritter über die Ziellinie und stehen tatsächlich am Podium. Wer hätte das gedacht? Aber ich muss natürlich auch ein großes Dank an Fernando Alonso aussprechen, der uns hier wirklich den Arsch gerettet hat. Die karierte Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Was für ein geiles Podium, Leute, für heute soll es mal gewesen sein. Ich freue mich extrem, weil das Rennen hat wirklich unnormal Bock gemacht. Gerade am Ende auch dieser Nervenkitzel gegen Perez und auch gegen viele mehr. Wir sind auf dem 10. Platz in der in der Weltmeisterschaft mit fast doppelt so vielen Punkten zu Lance Stroll. Mein Teamkollege hat leider keinen Punkt holen können, aber für den lief es jetzt auch nicht allzu optimal. Auch in der Konstrukteurs-WM easy auf dem 6. Platz. Ich glaube auch, dass da nicht mehr mir geht. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Für heute soll es mal gewesen sein. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.